Leise rieselt der Schnee. Tausendfach. Und das ganze Jahr. Zumindest in der Schneekugel. Und davon hat Josef Kardinal wahrlich genug, die doch immer wieder sein Herz erfreuen. Also es ist schon ein Stück weit heile Welt in der Kugel. Und man kann wirklich, wenn man eine nimmt und dann den Schnee langsam runterrieseln sieht, also das ist schon ein tolles Gefühl. Dabei konnte Josef Kardinal früher gar nichts mit Schneekugeln anfangen. Bis zu jenem Tag vor 30 Jahren. Bekannte von mir, die waren im Urlaub und haben mir so ein richtig kitschiges Urlaubsmotiv mitgebracht. Gebirgslandschaft, See, Bäume. Und dann habe ich gedacht, die wollen mir ein bisschen veräppeln. Habe das Ding widerwillig angenommen. Habe es auf mein Klavier gestellt. Und meine Bekannten dachten, der sammelt diese Dinger. Und dann standen 10, 20 am Klavier. Und erst dann habe ich so langsam Gefallen dran gefunden, auch selbst zu sammeln. Die Leidenschaft war erwacht. Und wenn der Finanzbeamte etwas macht, dann richtig. 9.205 Kugeln zählt seine Sammlung heute. Jede fein säuberlich aufgereiht, archiviert und nach Themen geordnet. Tatsächlich gibt es fast nichts, was es nicht auch in der Schneekugel gibt. Kitsch, Kunst, Kult. Der ganze Zeitgeist steckt in der Kugel. Besonders beliebt sind Disney-Kugeln. Sobald die aktuelle Auflage vergriffen ist, steigt ihr Wert schnell um das Dreifache. Für manches Sammlerstück ist Josef Kardinal extra auf Reisen gegangen. Nach Brügge führte ihn die älteste Kugel seiner Sammlung. Den Eiffelturm von der Weltausstellung 1878 musste er beim Vorbesitzer persönlich abholen. Wir fahren viel mit dem Auto in Urlaub und Pilgerorte sind natürlich auch optimal. Und da haben wir alles so abgeklappert, was es an berühmten Pilgerorten so gibt. Weil das ist wirklich für Sammler ein Riesenangebot an Schneekugeln. Flugreisen scheut Josef Kardinal. Kugeln von weiter her waren deshalb oft unerreichbar für ihn. Vor 30 Jahren musste er immer selber vor Ort sein, wenn es geheißen hat, da gibt es eine neue Schneekugel. Und dann muss man in der jeweiligen Stadt sein, um die Kugel zu erhalten. Und jetzt neu im Internet bekommen wir es natürlich angeboten. Da sind jeden Tag mehr als 1000 Kugeln drin. Und da kann man immer schauen, habe ich nicht. Und da kann man sich dann die schönsten raussuchen. Trotz allem wollen die Sammlerstücke natürlich gepflegt sein. Sobald zu viel Wasser verdunstet, platzt nämlich die Farbe ab und die Kugel ist wertlos. Heißt für Josef Kardinal bei jeder Kugel jedes Jahr destilliertes Wasser nachfüllen und das mehr als 9000 Mal. Man kriegt dann ja einen Schneekugelarm wie ein Tennisarm, kann man sagen, weil ich muss ja auch schütteln. Weil dieser Schnee verklumpt ja dann sonst und ich muss jede nicht nur auffüllen, sondern auch in die Hand nehmen und kräftig durchschütteln. Zum Glück schütteln manche Kugeln inzwischen schon automatisch. Überhaupt hat sich in seinen 3 Sammlerjahrzehnten viel getan. Also mit der neuen Technik, auch vor allem mit LED-Beleuchtung, gibt es jetzt vermehrt Kugeln, die nicht nur Bewegung haben, sondern auch Beleuchtung. Da blinkt und glitzert drin und es kommt viel Musik dazu. Und vor allem auch der Wandel von der Plastikkugel zur Glaskugel hat in den letzten Jahren stattgefunden. Zum ersten Mal in seinem Leben macht Josef Kardinal jetzt sogar Führungen durch die Highlights seiner Sammlung. Die sind nämlich derzeit Thema der Winterausstellung im Mainfränkischen Museum Würzburg. Seine Sammelleidenschaft wird wie die Kugeln bewundert, vielleicht auch belächelt. Also manchmal schon, aber man muss immer sagen, Sammler sind ja nicht bloß Spinner, schon in Anführungszeichen, weil man muss schon, man gibt Geld dafür aus und so. Aber wir sind ja Retter und Bewahrer. Also es werden schon viele Sachen gar nicht der Nachwelt erhalten blieben, wenn es nicht in Wirklichkeit solche Spinner in Anführungszeichen geben würde. Immerhin hat er es mit seiner Spinnerei inzwischen selbst in die Kugel geschafft. Und das nicht nur einmal.
Vom Guinness-Buch der Rekorde für die größte Schneekugelsammlung der Welt ganz zu schweigen.